Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen mit Marvin. Wir machen heute Flammkuchen mit schönen Zwiebeln, Speck und so weiter. Wir müssen immer an den Teig machen. Wir brauchen also 250 Kilogramm Weizenmehl. Immer schön die Schorle. Kennen wir schon aus der letzten Folge. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Esslöffel. Kommt nämlich, ne, doch, Esslöffel, genau, zwei Esslöffel Öl rein. So. Dann haben wir eine Prise Salz. So in etwa. Und dann haben wir ungefähr, das heißt ungefähr 125 Milliliter Wasser. Auch schön da rein. So. Genau, und das wird wieder umgerührt. Wasser wieder in. Anleitung, also im Rezept steht, einmal dünn ausrollen. Ist ja auch logisch, das ist ja ein Flammkuchen. Also machen wir das auf. Dann können wir nur den Rest der Teigärmung runterbringen. Ein bisschen ab von den Händen. Restlichen noch mit rein. So, Schale weg. Bevor ich das mache, brauchen wir ein Backblech. Mal wieder. So. So. Deck tun, ein bisschen Mehl drauf. So, dann brauchen wir den Roller. Wenn ich ihn noch nicht finde, ich überlege mal gerade, irgendwo haben wir den. Ja, da hinten. Hast du selten benutzt, immer nach hinten, hat man gelernt. So.
mache jetzt Plätzchen in der Weihnachtsdeko. Dünn ausrollen. So leckerer wird hinter der Flammkuchen. Wie ihr seht, habe ich wieder Vollkornmehl genommen. Das klebt der scheiß Teig da unten. Ich habe da extra Mehl untergetan. Müssen wir nochmal machen. Probieren wir es nochmal. So, damit das. So, das ist schon mal Teil 1. Weil das Ganze sauber und dann sehen wir uns gleich hier, wenn es sauber ist. So, da sind wir wieder. Wir haben die Zutaten hier vorne stehen. Es gibt zwei Zwiebeln, für die ein bisschen rein darf. Speck, dann sauber Creme Fraiche und Mand, Pfeffer, Salz. Und Schnittlauch. Ich habe eigentlich kommen da Schnittlauchröhrchen drauf, aber die gab es nicht. Ausverkauft. Also habe ich gedacht, normaler Schnittlauch, die aus der Tiefkühle geht auch. Also legen wir jetzt los. Ein bisschen Schneidi-Schneidi machen. Ein bisschen Weini-Weini. Also, zuerst müssen wir Schmand und das andere Zeug mischen. Nehmen wir eine Schale für. So. Okay, fresh. Schmand.
Hallo. Das wird jetzt einmal gemischt hier. Kommt ein bisschen Salz rein. Bisschen Pfeffer. Fliegen hier. So, das wird jetzt aufgetragen. Müssen wir eben den Platz machen. Dass ihr das auch seht. So. Schön aufgetragen auf dem Teich. Faps. Kann ruhig ein bisschen dicker sein. Von der Menge her könnte ich fast zwei machen. Immer das hier noch drauf. Ich weiß, es ist viel zu dick, aber na gut. So, dann kommen die Zwiebelchen drauf. Der Speck. Ecken noch ein bisschen. So. Und der Schnittlauch. So, genau, und das kommt jetzt in den Ofen für, was sagen wir denn mal, 15 Minuten, ne, 20 Minuten, auf 250 Grad, blende ich euch noch ein, und genau, dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist, bis gleich, 3, 1, so, jetzt ist es fertig, unser Flammkuchen, oder hätte vielleicht noch 2 Minuten im Ofen sein können, passt aber so. Schneiden wir mal einen Teil ab. So. Ja, Teller. Genau, und das ist unser Flammkuchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.